so die Hoffnung. Und diese ist ja bekanntlich immer das letzte Opfer. So, und hier drüben ist ja noch so ein Dreierfenster. Was? Ich könnte ja eigentlich ein Viererfenster draus machen. Bis zu dem Ding da. Ach, da fallen sie alle runter. Ja, zum Glück Cobblestone haben wir jetzt schon einiges. Dirt haben wir auch einiges. Also machen wir erstmal hier so. So. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Und da kommt ja jetzt dann eine Tür rein oder irgendwas. Tür heißt ja, es geht wieder kein Glas. Naja, vielleicht mache ich es dann doch anders, dass ich dann da irgendwo raus... Naja, also auf jeden Fall, hier kommt die Terrasse noch hin. Und da hinten ist auch ein schöner See. Aber ja, Tür unten ist ja noch gesichert. Wir hätten das Glas auch hier oben produzieren können, fällt mir gerade auf. Aber ja, das ist ja hier eigentlich nur Deko, diese Ecke. War ja nur, damit der Crafting Table dann nicht mehr in der Wand hängt. Duster, düstere Nacht. Ha, der Mond scheint helle. Dann probieren wir das gleich nochmal mit dem Schlafen, ob wir wieder in der Decke aufwachen und nicht wieder hochkommen. Ja, sieht gut aus. Und wir kommen runter. Toll. Schön. Ja, das gefällt mir. Mein Bett ist super. Ich könnte es jetzt natürlich auch... Warte mal. Komm mal runter hier, Bett. Kommt ihr auch mal runter hier? Genau. Genau. Nachdem wir uns so viel Mühe gegeben haben, das hier so zu machen, machen wir es einfach gleich nochmal anders. Da muss ich außen rum. Machen wir es einfach mal so mit einer Kuhle. Vielleicht ist das noch cooler mit der Kuhle. Kuhle ist cooler. So. Zack. Oh ja. Das ein Futon. Ein Futon. Oh, das ist auch toll. Flug. 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 Weil es genau auch diese halbe Höhe hat. Herrlich. Ja, das ist eigentlich cool. Ja, das bleibt so. Futonbetten sind sowieso meine Leidenschaft. Ich mag Futons. Also nicht so How I Met Your Mother Barney Futons, die einem den Rücken zerstören. Das gibt's ja inzwischen auch in Nicht-Rückenzerstörer-Modus. Und die mag ich dann doch sehr. Gut, man pennt halt ein bisschen dicht über dem Boden, das ist wahr, aber muss ja manchmal auch sein. So dicht und so. Manchmal auch über dem Boden. So. Ja. Dann wirkt das nicht mehr ganz so. War ja da. War ja hier so. Da. Dammit. Ach, da sind Ranken. Toll. Ranken sind ja immer super. Gleich das liebste Spiel. Gleich nach Creepern. So. Das ist doch gut. Dann kommen wir da so hoch und da kommt dann eine schöne... Au! Dammit. Eine schöne Treppe ran. Ja, vielleicht doch hier nach hinten eher den Ausgang. Mal gucken. Oder hier ganz anders hoch. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ihr könnt mir ja mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich gehe ja auf die Kommentare ein. Also jedenfalls habe ich mir jetzt vorgenommen, das zu tun. Ob es immer der Fall sein wird, in jeglicher Form und so. Naja, das ist schwer zu versprechen. Aber auf jeden Fall werde ich mir Mühe geben. Hüstel, hüstel. Und da ich mir Mühe gebe, ist das ja auch alles ganz toll. Das überlege ich noch. Ich könnte jetzt hier oben noch was anderes machen. Ich könnte das hier noch wegnehmen. Ha, geh mal weg. Hier. Dammit. Ja, jetzt knirscht es schon häufiger. Es sieht fast so aus, als ob wir jetzt besser stehen, besser liegen. So. So Glasslabs wären noch toll. Die gibt's ja leider nicht. Oh,
Ja, kann ich ein bisschen Holz oben drauf machen. Und dann habe ich meine Dachluke. Mein Dachfenster. Also Deutschland, Österreich und Schweiz. Dach. So sieht's aus. Mit drei. Mein Gott, intuitiv richtig gesetzt. Ich bin ja sowas von beghostet. Zack. Ja. Ah. Oh. Ah, draufstellen geht, an die Seite dranhängen geht nicht. Das ist natürlich auch wieder super logisch. Ja, genau. Das ist nämlich das Problem hier. Weil es so eine halbe Slapdecke ist. Was machen wir da denn jetzt? Ich hätte ja hier in der Mitte gerne. Also einmal hier. Hier könnte ich ja mal zwei raushauen. So. Mache ich das so. Genau. Drei, drei. Ja, super. Und zwei. Genau. Also eins, zwei. Da. Eins, zwei, drei. Jupp. Ein, hei, 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 hei. Düpp, düpp. Düpp, düpp. Düpp, düpp. So, damit es hier oben drauf nicht direkt losspawnt, ist der Gedanke, der dahinter steht. Und das hier könnten wir auch noch machen. Genau, dann sieht es nämlich von unten sieht es gleich aus und von hier oben anders. Dann können wir da nämlich das machen. Und das. Ja, das sieht doch schon gut aus. Dann spawnt es hier oben wenigstens nicht mehr ganz so heftig. Wir könnten hier oben auch noch mal ein bisschen Licht dran machen an den scheiß Baum. So. Düm, düm, düm. Hier noch mal ein Lämpchen aufstellen. Und hier vielleicht. Und hier vielleicht. So. Alle Lampen verbraucht. Also respektive alle Fackeln. Respektive in der Retrospektive. Tja, ja, ja. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon wieder auf? Schon Weilchen. So, bisschen Glas und ja, das Bett sieht super aus. Also bis auf den Grafikfehler. Ach, ja. Jetzt sammle ich die verbleibenden Slabs ein. Das sieht auch gut aus. Ja, gut, ein bisschen Holz können wir ja hier so auf halber Höhe reinziehen oder so. Welches Bein? Nee, habe ich natürlich nicht bei. Ja, aber so mit Glas ist erstmal besser. Dann wirkt es hier drin nicht ganz so klobig. Ein bisschen Inneneinrichtung wäre schon schön. Da können wir Stühlchen noch hinstellen und so ein Tischchen. Dammit. Aber ja. Wird doch, wird doch. Den Sand können wir hier noch rein. Den, der braucht nicht unbedingt da rein. Die können wir da mal rein tun. Das auf jeden Fall. Genau, das ist ja nämlich jetzt auch fertig. Das können wir da noch rein tun. Ist da noch was drin? Nee, nee, nee. Ob im Crafting Table noch was drin ist. So, damit haben wir unsere ganze Kohle schon fast wieder verbraucht für immens viele Fackeln. Ah, noch drei Kohle. Kohletechnisch ist diese Karte eigentlich ganz toll gewesen. Aber ja, dann nehmen wir das hier jetzt mal so als Anlass, uns hier mal in die Tiefe wieder zu buddeln. Genau hier in diesem schönen Sektionssaal. Obduktionssaal. Ja, hier ist eigentlich auch ganz hübsch. Ja. Ja. Unsere Wendeltreppe nach oben. Viel anders konnten wir sie leider nicht bauen. Also, ja, ich hätte es jetzt insgesamt noch eins weiter, aber naja, muss halt so gehen.
Ah, der Ausblick ist schon okay. Also kann man mit leben, finde ich. Da das Ganze, also wir grenzen hier direkt an ein Wüstenbiom. Das heißt, wir können sehr viel Glas generieren bei sehr viel Kohle. Aber Kohle ist auch kein Problem, weil wir können ja Holzkohle herstellen aus den Bäumen. So. Gehen wir hier nochmal raus. Und fangen nochmal an, hier ein bisschen Holz zu schlagen. Ein bisschen Birke. Helles Holz ist sowieso gut im Kontrast zum dunklen Cobblestone, finde ich. Passt. Timbermod. Naja, vielleicht installiere ich es mir doch. Weil Bäume fällen ist echt nicht so meine Lieblingsaufgabe. Das muss ich ja doch ernsthaft mal zu bedenken geben. Aber ja, wir brauchen jetzt erstmal diverse Holzsorten. Alle N, die es hier gibt. Wie viele sind es denn inzwischen? Alle vier Holzsorten, die es so gibt, brauchen wir auch. Und wenn wir die dann haben, die ganzen vier, dann können wir dann damit ja ein bisschen strukturiertes Parkett legen oder so. Oh, schön viele Saplings. Setzlinge. Meine Oma würde im Kreis springen und frohlocken bei der Anzahl dieser Setzlinge. So. Habt ihr auch sowas? Habt ihr auch so eine Oma mit grünen Daumen? Ich hab sowas. Das ist toll. Wir hatten mal einen Gummibaum. Wir haben ihn fast umgebracht. Wir haben ihn meiner Großmutter gegeben. Und nun ist es, glaube ich, nicht mehr ein Baum, sondern sie hat davon noch Setzlinge und so weiter gezogen. Jetzt steht das überall rum, das Zeug. Das ist unglaublich. Der Baum, der fast tot war. Zu neuem Leben erweckt und auch schon mehrfach Ableger genommen. Also ich glaube, aus diesem einen verkrüppelten Baum ist jetzt ein richtiger plus drei weitere geworden. Das nur innerhalb von N Jahren. Ach, das hat jetzt doch ein ganzes Weilchen gedauert. Bis so war. Aber war toll. Oder ist toll. Wir können uns jetzt mal hinlegen. Guten Morgen. Sieht gut aus. Sehr schön. Also wieder raus. Hunger haben wir zum Glück gerade nicht. Das heißt, wir können hier wieder rüber. Ein bisschen Setzlinge einsammeln. Dann können wir hier oben die Ebene noch begradigen. Dann können wir hier oben unsere Baumfarm machen, würde ich sagen. Das ist doch ganz toll. So direkt die Baumfarm oben vorm Schlafzimmer. Also morgens aufstehst und denkst, Mann, jetzt müsste ich ja eigentlich mal wieder so fitnessmäßig unterwegs sein. Gehst da einfach ein paar Bäume fällen. Das ist so die ländliche Variante von McFit. Und vor allem macht es die Bude warm im Winter. Das ist eigentlich super durchdacht, muss ich sagen. So vom Prinzip her. Wie viele Setzling-Typen haben wir denn jetzt? Zwei. Dschungelsetzlinge haben wir, glaube ich, auch irgendwo. Davon brauchen wir ja vier Stück. Dann können wir diese Megabäume züchten. Also diese Mammutbäume. Die gefallen mir persönlich ja auch sehr gut. Also vor allem die, wie man sie dann wieder baut. Einfach vier nebeneinander. Das ist einfach mal wieder ziemlich cool gelöst. Von Mojang. Wohingegen einige andere Sachen ja nicht so toll gelöst sind in Minecraft. Zum Beispiel würde ich mir gerne wünschen, Möbel bauen zu können. Also mein Gott, ihr seid Schweden. Es muss der Imbusschlüssel craftbar sein und ab da geht's ab mit Ikea. Könnt ihr sogar noch so ein Product Joint Venture irgendwas machen und die Billy-Regale oder wie sie denn sonst wo auf der Welt heißen, hier unterbringen. Also, mein Gott, dass ihr darauf selber noch nicht gekommen seid. Aber wahrscheinlich ist das viel zu aufwendig, da noch weitere Typen für zu generieren. Was mache ich denn jetzt hier? Ach, das rankt sich sogar da hoch. Ist das hübsch. Überrankt es sich.
siehst du, das haben wir ja noch. Brauche ich ja da gar nicht. Hey, das ist cool. So, ja, hier ist ja ein ganz hoher Baum mit Fackel dran. Das ist ein noch höherer Baum. Neue Bauhöhe haben wir ja auch schon seit längerem. Also könnten wir hier sogar noch hoch und noch einen Turm drauf. Oh, da ist Kohle. Da, da, Kohle. Ich sehe es ganz genau. Nachdem ich jetzt wieder bestimmt 5 Minuten nichts gemacht habe, außer... Autsch. Komme ich noch nach Hause? Hilfe. Ja, doch. Ganz knapp aber nur. So. Und damit die Leute weiter johlen können, schaffe ich ja gar nicht alles zu gucken, könnte ich ja an dieser Stelle mal kurz Pause machen. Ach, wobei. Wir könnten ja mal helle Bretter generieren. Genau. Und dann nehmen wir noch die hier. Machen wir noch etwas dunklere Bretter. Setzlinge haben wir auch schon. Spitzhacke haben wir auch noch dabei. Ergo, hier. Die Reihe Cobblestone nehme ich raus und mache da ein bisschen Wandvertäfelung mit Holz, wie es mir von Magge empfohlen wurde. Also nicht exakt das wurde von Magge empfohlen. Er meinte, mach mal Holz. Mach ich mal Holz, weil Holz macht wohnlich, war noch die zweite Aussage, nehmen, mach mal Holz. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal mit. Das ist ja blöde. Na, wobei, halb blöde. Kann ja ruhig unterschiedlich. Dass die Maserung in eine ganz andere Richtung geht, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich okay, oder? Es wirkt jetzt bloß nicht so auf der Wand. Ich dachte, es wirkt besser. Sieht so ein bisschen aus wie Wunst. Was ist Wunst? Wunst kommt von Wollen. Kunst kommt von Können. Und das ist eindeutig Wunst. Nee. Das sieht gar nicht aus. Das mag jetzt auch am Texture Pack liegen, dass sie sich gedacht haben. Einmal so, aber... Das geht so gar nicht. Das ist gar keine gute Idee. Also machen wir es mit der Holzvertäfelung. Ja, das wirkt ruhiger. Das wirkt sehr viel ruhiger. Ja, dann ziehen wir das hier noch um die Ecken rum. So ein bisschen. Von außen muss ich es ja nicht unbedingt machen. Sieht man sowieso nicht von innen. So, die Sachen müssen noch weg. Und dann... Was für eine schöne Musik. Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Wir hören immer noch mit ihrem grandiosen Album. Tja. Life's Paths von Mind Things. Die Wege des Lebens von Mind Things. Da draußen muss ich's. Ich habe jetzt keinen Bock, da das Glas kaputt zu machen. Hätte ich mal früher drauf. Nein, Glas bleibt ganz. So. Ja, hier können wir das ja machen. So. Dann kommen wir auch ran. Tack, tack. Vielleicht hätte ich auch einfach nur die Loks nehmen sollen. Naja. Sind noch keine Meister vom Himmel und so. Aber ja... Ja, es wird wohnlich. Also dieses bisschen Holz hier, das hat schon so einen Effekt. Es ist unglaublich, was das so effektmäßig nach sich zieht. Es sieht einfach mal gleich mal doppelt so gewollt aus, wie es vorher aussah. Aber wobei, jetzt wo es so durchgeht, ja, bis auf da, wie komme ich denn da hin? Na, gar nicht. Da brauche ich noch einen Glasblock. Die habe ich natürlich alle unten. Da brauchen wir ja jetzt auch nicht. Also, habe ich sie unten mal abgelegt. Jetzt könnte ich den Boden noch anders vertäfeln. Mit Boden. So. Könnte ich. Naja, gut. Dann würde ich sagen, mache ich mal kurz Aufnahmepause.
weil wir sind mit dem Album auch durch. Ich habe es ja nochmal erwähnt, wie sie heißen. Bis demnächst. Und viel Spaß beim Weiterkommentieren, Zugucken und überhaupt. Bye, bye.